Toni, Mittwoch. Krass. Mila hat damit zu kämpfen, dass sie belächelt wird, dass es nicht ernst genommen wird, dass diese Partnerschaft mit einer Maschine nicht für voll genommen wird. Bo, was ist eigentlich eine Jackfruit? Die Jackfruit ist die Frucht des Jackfruitbaumes. Er wächst in tropischen Regionen. Wusstet ihr, dass die Jackfruit bis zu 1 Meter lang und bis zu 35 Kilogramm schwer werden kann? Also Milas Freunde tun so, als wären sie tolerant gegenüber Bo, sind sie aber eigentlich gar nicht. Die brauchen auch eine Weile, um das zu akzeptieren. Er muss sich ja damit beschäftigen und merkt auch, was ist in mir los, warum kann ich da nichts damit anfangen. Und ich glaube, es handelt auch von einer Angst, abgelehnt zu werden und einer Angst, verletzt zu werden und nicht mehr präsent zu sein. Princess Dream. Jetzt hör auf. Was? Was bist du für ein Spielverderber heute? Spielverderber? Die ganze Zeit. Bo, was ist eigentlich eine Jackfruit? Ach komm, das war doch nur ein Witz. Bei Mila ist es ja so, dass die Menschen, die ihr am nächsten sind, ihre Familie, ihre Freunde, reagieren alle oder die meisten reagieren nicht so darauf, wie sie sich das gewünscht hätte. Alle Devices beim Essen aus. Wir nehmen Verbindung zueinander auf, nicht zu unseren Geräten. Was? Ich schalte nicht aus. Aber du kennst die Regel. Mama, das ist kein Device, das ist Bo. Aber mein Freund, mein Partner. Sie hat schon große Vorbehalte. Also große Bedenken und ist sehr voreingenommen, glaube ich. Und sie würde sich natürlich auch für ihre Tochter was anderes wünschen. Sie kommt aus dem Quark, sie sucht sich was Neues. Gut. Aber das? Kann sie sich nicht jemanden aus Fleisch und Blut suchen? Was braucht es eigentlich, damit dieses magische Gefühl entsteht, der Liebe? Muss da einfach jemand funktionieren, wie so ein Android? Oder muss es ein wirklicher Mensch sein? Oder ist es eigentlich auch egal, weil der, den du liebst, doch ja nur eine Projektionsfläche ist? Du bist verärgert. Ich bin scheißgenervt von dir. Du bist nämlich nichts. Du bist niemand. Du bist nur ich.